Mit seinem Modell Ford Focus will der Kölner Konzern an die Spitze. In dieser Mission soll die Traditionskombi-Version Tournier Unterstützung leisten und soll sich gegen Konkurrenten wie den Peugeot 308 Station Wagon oder den Skoda Octavia Kombi behaupten. Die äußerliche Modellpflege fällt sofort positiv auf. In der Scheinwerferform und der dynamischen Linienführung erkennt man schnell das markentypische Kinetic-Design-Konzept. Die Front wird unverwechselbar durch den markanten, trapezförmigen Lufteinlass. Eine sportliche Dynamik entsteht durch die Dachlinie, die zum Heck hin gegenläufig zur Unterkante der Seitenfenster sanft abfällt. In der Länge streckt sich der Kombi auf 4,56 Meter. Die Höhe beträgt 1,50 Meter. Mit 5 Sitzplätzen und geschlossener Gepäckabdeckung fasst der neue Ford Focus 476 Liter. Nach Umklappen der Sitze entsteht eine Ladefläche, die 1516 Liter schluckt. Die Scheinwerfer im Heck strecken sich bis ins Profil und verleihen dem Wagen einen lebendigen Vorwärtsdrang. Der Ford Focus Tournier wird in den drei Ausstattungsvarianten Ambient, Trend und Titanium angeboten. Klimaautomatik, Schaltknauf im Alu-Look und Tempomat am Lenkrad, wie hier präsentiert, gibt's erst serienmäßig in der Titanium-Version. Besonders punkten kann der kölsche Kombi mit seinen Sicherheitssystemen. Fortschrittliche Funktionen wie zum Beispiel Fahrspurassistent, Müdigkeitswarner, Verkehrsschilderkennung und Fernlichtassistent sorgen dafür, dass der Fahrer stets aufmerksam und sicher unterwegs ist. Vier Benziner mit einem Leistungsspektrum von 105 bis 180 PS und 5 Dieselmotoren stehen zur Auswahl. In Deutschland ist der neue Ford Focus Tournier ab einem Preis von 18.650 Euro erhältlich. Dafür bekommt man den 1,6 Liter Benziner mit 105 PS in der Ausstattungsvariante Ambient. Als Diesel ist der Kombi aus der Domstadt ab 20.750 Euro zu haben. Dann mit dem 1,6 großen Duratorque TDCi-Motor, der 95 PS leistet.